Und da liegt das Ass. Da liegt das Ass, da liegt das Ass. Dann gehen wir doch mal direkt wieder ein paar Pünktchen hoch. Meine Karten sind echt für den Arsch. Ich schieb einfach nochmal mit. Na, setz 10. Ja, okay, damit bin ich raus. Das bringt nichts. Ich will natürlich jetzt diesen Erfolg hier haben. König 6, was krieg ich denn hier für Karten? Solche Karten spielt man doch nicht. König 3. Alter. Die profitieren schon alleine von meinen Blinds. Ekelhaft. Ah, Pot 18. Gehe ich mal bitte ein bisschen mit hier. Bube 9, da liegt. Oh, ich habe schon mal die höchsten Karten auf der Hand. Das ist schon mal ein Anfang. Da kann man natürlich mal versuchen, jetzt ein paar rauszuscheuchen. Der ist raus. Ah, der geht mit. Fuck. Das gefällt mir natürlich jetzt mal überhaupt. Oh, 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 da ist der Bube. Da ist der Bube. Gut, dann gehen wir mal nochmal auf 100 hoch. Ja, auf 120. Und er ist raus. Nice. Das war schon mal ein guter Anfang. Was haben wir denn? Ass 8 mit 23. Ja, komm, gehen wir mit. Mit einem Ass mitge... Oh, schon wieder die höchste Karte. Ist es Ass 2, 3? Nee, Ass zählt da nicht, ne? Ich habe die höchste Karte. Ne, ich schiebe. Ich habe Angst. 150. Ne, vergiss es. Da, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gerade nicht, ob Ass als... Ach, zwei Pärchen, wäre ich eh. Kann mir mal gerne einer schreiben, der sich mit Poker auskennt, ob das Ass 2, 3, 4, 5 ist? Ich meine nämlich nicht, ne? Das ist nämlich Bube, Dame, König, Ass. Das ist dann, bei 2 fängt das dann an. Ah, mal ordentlich hinsetzen hier. Bube 2 gehe ich nicht mit. Was will ich denn mit Bube 2, Alter? Gib mir doch nochmal so ein paar Asse oder so. König 8, kann man mitgehen. Was liegt denn da? Alter! Das läuft ja voll in den Flush rein. Gehe ich nicht mit. Vergiss es. 118 gewonnen. Ja, damit kann man schon mal mitgehen. Das kann eventuell eine Straße und ein Flush werden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. 2, 2 und 10. Das ist natürlich jetzt extrem scheiße für mich. Boah, nee, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Die kriegen hier ihr ganzes Geld und ich verzock... Oh! Ah, da gehe ich mit. Beide raus, fuck! Gibt's da nicht. König 7, mal gucken. Aha, aha, da liegt eine 7. Da liegt eine 7. Okay, der ist raus. Bube. Okay, Bube und 9 sind höher als ich. Das heißt, ich muss mal ein bisschen aggressiv spielen, um den da rauszukriegen, weil er zwei potenzielle Karten hat, die höher sind als meine. Ja, seht ihr? Das meinte ich. Der muss da einfach raus. Oh, ein Ass. Da gehe ich mit. Oh, da liegt das. Und die 4. Und die 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib drin, komm. Nice, der geht mit. Oh mein Gott. Ich gehe mit, ich gehe mit, ich gehe mit. Den dränge ich ins All-In. Den dränge ich ins All-In. Oh mein Gott. Oh fuck, eventuell war es ein bisschen zu viel. Oh, er geht All-In. Da gehe ich mit. Da ist das Ass, da ist... Oh, da ist er raus. Full House. Ui, ui, ui. Nein, er auch. Das gibt's nicht. Alter. Es war... Puh. Auf jeden Fall ist die Pflaume schon mal weg.
Boah, ich dachte gerade echt, dass der das höhere hätte. 5, 6. Ja gut. Jetzt haben wir Heads up. 1 gegen 1. Da muss man jetzt wirklich klug spielen. Was liegt? Das ist eine 6 und ich habe auch eine 6. Na gut, ich versuche jetzt alles an Geld abzugrasen, was ich kriegen kann. Bitte, das meinte ich. Wir werden ihn langsam, aber sicher zermürben. Die kann man spielen. Was habe ich auf der Hand? Ass und 7. Dann schieben wir wieder vor sich hin. Ne, das ist... Warte mal, oder habe ich ein Kreuz? Ich habe ein Kreuz, ne? Da liegen 3 Kreuze. Ich kann mal versuchen. Ne. Na, dann schiebe ich mal besser. Wenn er klug ist... Ah, er schiebt auch. Hat er auch nichts? Ass hoch und er hat... König hoch. Das war meine Hand. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Okay. König 6. Spiele ich. 2-7er. Alter, er schiebt. Dieses blöde Achievement hier, ne? König 6, was liegt? Boah, ey, nur Müll. Setzt 7, nö, kein Bock. Der mit dem hässlichen Hut. Ich brauch mal die Hand. 10-7, kann man auch mal gehen. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Schieben wir. Setz 6. Setz dich 6, ich setze 6, komm. 7. Hm. Okay, er hat 2 Karten, die potenziell höher sind als meine. Das heißt, ich muss mal wieder gucken, dass ich ein bisschen Druck aufbaue. Ja, ist weg, okay. Wie heißt das? Langsam ernährt sich das Eichhörnchen oder so? Gibt's da so einen Spruch? Nicht vergraulen. Der ist mit 2 Buben ausgestiegen, das gibt es doch nicht. Wie soll ich verdammt nochmal, denn bitteschön? Ass 8, 6. Bringt mir nichts. Mit solchen Händen... was habe ich nochmal auf der Hand? Ich vergesse es immer. 4, 3 bringt mir nichts. Mit solchen Händen irgendwas reißen. Das gibt's doch nicht. Hey, dann nimm halt die paar Kröten. Spast. Geh ich mit. Mich würde mal so eine Anzeige interessieren, wie viel Chips der da halt noch liegen hat. 8, 8, 6. Ich hab, er setzt 10. Ich hab, ich gehe auf 20. Wenn du schön, ich hab 8 und 10, ne? Hab ich 8 und 10? Oh Gott. Das ist ja mal voll in meiner Hand. Okay, jetzt muss ich ihm ein paar Kröten abluchsen. Ah, okay, scheiße. Ah, Mann. Also sein Stapel, der schrumpft, wie ihr sehen könnt. Der schrumpft schon hart. Dame 8. Wie gesagt, ich gehe einfach mal jetzt... Dame 8. Was will ich denn da mit einem König? Das muss ich mir nicht geben. Weil sein grüner Chipstapel war mal höher. Ja, jetzt nicht mehr so. 5, 6. Mein Geburtsdatum. 5.6. Das bringt mir bestimmt Glück. Da haben wir schon mal eine 6. Das ist schon mal ein Anfang. Setz 12. Ich setz auch 12. Da liegt zwar eine Dame, aber ich hoffe... Ah, Dame und König. Ne, vergiss es. Den muss ich nicht unbedingt füttern. Dame 5. Bringt mir nichts. Okay, ich schiebe durch. Wenn er setzt, bin ich raus. Ja, das war's. Danke. Jetzt wächst ein grüner Stapel wieder. Das ist ja mal voll nervig. 2 und 10, Alter. Er gewinnt 9, da freut er sich. Alles nur für so ein scheiß Outfit. 3 und 7. Ich meine, könnte ich ihn nicht einfach erschießen? Dann wären sie auch raus. Ah, was habe ich denn gehabt? 3 und 7. Das ist ein hässliches Blatt. Das war so schlimm wie 2 und 7. Gibt's doch nicht, ey. Der mausert sich auch gerade wieder voll hoch.
9 und 10, das gehe ich mit. Vor allem auch noch beides Peak. Vielleicht kriege ich eine Straße oder eine Flasche hin. Ah, seht ihr? Das meinte ich. 6 liegt, ne? 6, 8. Wenn eine 7 kommt, habe ich eine Straße. Dann können wir mal gucken, dass wir ein bisschen... Was setzt? Oha. Okay, ich brauche eine 7, dann habe ich eine Straße. 7, Straße... 86! Fuck! Hoffe ich auf eine 7? Oder geht... Ne, jetzt kann ich mich nicht... Alter. Ne, traue ich mich nicht. Na, eine 7, ich hätte eine Straße gehabt, aber das habe ich mich echt nicht getraut. Ass 6. Oha! Er wird aufmüpfig. Und da liegt das Ass. Da liegt das Ass, da liegt das Ass. Dann gehen wir doch mal direkt wieder ein paar Pünktchen hoch. Oha! Was auch immer er gerade tut. Okay, vielleicht hat er auch ein Ass. Vielleicht hat er aber auch nur einen Buben. Das wäre natürlich ideal. Okay. Der hat was. Und da ist die 6. Da ist die 6. Das All-In. Ass und 6 und er hat... Ist... Ich sag einfach nichts dazu. Solange ich nicht gewonnen habe, sage ich hier nichts dazu. Ich freue mich... Oh Gott! Na gut, Ass ist die höchste Karte bis jetzt. Solange er keine 10 hat? Oh, scheiße. Okay, jetzt muss ich kurz nachsetzen. Damit er denkt, ich hätte was. Seht ihr? Wie viele Chips hat denn der jetzt im Moment? Kannst du nicht irgendwie nachgucken? Ich sage, ich werde 3 Folgen nur Poker spielen. Oh! Das ist eine schöne Hand. Ah, aber ein Scheißflop. Okay, 10 und Ass. Ich gehe mal ein bisschen hoch wieder. Oha, da ist nicht einer sicher. Komm, 10 und... Da ist das Ass. Oha, da ist das Ass. Da ist das Ass. Da ist das Ass. Alter! Ass-Pärchen, er hat... 2 Pärchen. Fuck! Das gibt's doch nicht. Bin raus. Hammer, ey. Ich dachte, mit meinem Ass-Pärchen wäre ich gut dran. Scheiße. Egal, wir probieren es irgendwann anders mal mit Poker. Ich muss euch leider so lange mit Poker belästigen, bis wir halt wirklich die Anzüge haben. Mein Gott, das pisst ja immer noch wie Sau. Ich gehe jetzt da vorne erstmal die Quest machen. Huch, ist gerade ein durchs Bild geflogen. Und durch die Wand geglitscht, auch nicht schlecht. Ja, warte mal, da will einer was von mir. Ist das wieder ein Duell oder was? Oder will die Frau hier was? Wer will denn was von mir? Die Frau hier, oder? Ah ja. Ja, wer denn? Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir, my son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Wenn ich ihn finde. Pferd, komm her. Wir müssen einen Jungen finden. Alter, bleib doch mal stehen. So, der ist genau... Hanging Rock ist da oben. Huch, oder ist das woanders? Ne, ist da oben, ne? Ja, kartentechnisch ist das ein bisschen blöd eingezeichnet hier. Aber ich muss halt genau nach da. Alles klar und Abmarsch. Ich muss ein Kind retten. Das hier irgendwo rumeiert. Die Musik ist gerade verstörend. Oh, hi Pferd.
Der Hanging Rock, genau. Ich muss noch da. Ich dachte gerade, vielleicht bei den Felsen wäre irgendwas. Stopp! Da war was Wichtiges und zwar eine Blume. Blume. Ich glaube, diese stinkt hier aus von Bambi. Ist doch auch Blume oder so, ne? So, das war Pflanze Nummer 2. 6 brauchte ich für die Herausforderung, glaube ich, ne? Pferd, komm her. Abmarsch. Irgendwo ist dieses komische Kind. So, wo sagt denn die Karte, dass ich jetzt gerade bin? Karte sagt, ich muss nach da. Also ich muss da irgendwie runter. Ist das eine Schlucht hier oder was? Ich kenne mich halt hier überhaupt noch nicht aus. Da links. Und hier vor mir ist diese komische Schlucht. Ich biege einfach mal gerade nach links ab. Los, hoch da. Ah. Stell dich nicht so an, du Pferd.